Hallo ihr Lieben, auch heute gibt es natürlich wieder ein Video von mir und heute ist Nummer 9 dran. Und von der lieben Jessie haben wir hier wieder so einen süßen Briefumschlag. Das ist auch jetzt der letzte aus diesem Pocket Letter. Ich kann euch den hier nochmal reinhalten, damit ihr den vielleicht nochmal sehen könnt. Und ja, jetzt ist der auch nicht mehr so gewölbt und so, dann kann man die Bilder vielleicht ein bisschen besser sehen. Und ich werde auch auf jeden Fall noch ein Bildchen machen. Ich habe ja auf meiner Facebook-Seite so einen Ordner, wo ich meine ganzen ertauschten Pocketblätter fotografiere und auch die, die ich rausgeschickt habe. Und da kommt der natürlich auch dazu. Den hat sie auch wieder richtig toll verziert und von hinten sieht der mega cool aus. Also dieses Papier ist wunderschön, da hast du dir echt wieder richtig Mühe gegeben. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was die liebe Jessie da eingepackt hat. Am 9. Tag gibt es mal etwas, oh, was selbstgemachtes, cool. Toothless. Oh, das ist hier der kleine Drache aus Drachenzähmen leicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Oh, ist das süß. Ich liebe den auch. Oh, Jessie, ist das süß. Ist die nicht mega süß? Der hat so einen Fisch in der Schnute. Wie süß, danke schön. Oh, das freut mich ja mega. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir was Selbstgemachtes reingemacht habe. Oh, war ja. Oh Mann, aber ich schicke dir ja eh noch was zu Weihnachten. Da kann ich das da auf jeden Fall mit reinmachen. Das ist auch immer echt schwierig bei den Pocket-Letter-Fächern, weil die sind ja sehr dünn. Da passt immer nicht so viel rein, finde ich. Also jedenfalls so dicke Sachen oder selbstgemacht, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das ist mega süß. Dankeschön. Freut mich auf jeden Fall ganz doll. Der ist echt niedlich. Dann haben wir hier die Nummer 9 von der lieben Andrea. Und wieder mit Klammer. Yay! Hui! Das ist ja mega cool. Hier sind so ganz viele... Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Das sieht so aus wie solche Siegelsticker. Und da ist so eine Taube, eine Krone, so eine altertümliche Lilie und zwei Herzchen. Richtig cool. Das sind so, ja, wie Sticker quasi. Die sind ja cool. Richtig toll. Ups, jetzt ist schon eins abgehauen. Die sind aber auch flutschig. Die sind wunderschön. Da oben ist so eine Krone und... Ich weiß gar nicht, was ist das hier? Ein Vogel? Und dann da ist so ein großer Glitzerstein und Schmetterling und ich weiß nicht, eine Muschel oder ein Schneckenhaus oder so. Die sind ja cool. Ein Knopf ist hier auch. Ist ja cool. Hä, hast du die selber gemacht? Oder kann man die so kaufen? Die sind richtig cool. Oh, musst du mir mal unbedingt verraten, wo du das her hast. Sind richtig toll. Dann packen wir natürlich das zweite von der lieben Andrea auch noch mal aus. Ja, da ist die 9. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt das Richtige habe oder nicht. Aber hier ist auch noch eine 9. Und da sind heute so kleine Tannenbäumchen drin. Die sind ja niedlich. Niedlich wollte ich sagen. Dankeschön, die sind ja süß. In weiß und in rot. Die sind echt süß. Dankeschön. Und hier haben wir noch Dianas Päckchen. Ja, das war ganz lustig. Ich hatte nämlich von ihr zweimal die 6. Das seht ihr vielleicht, weil die Sticker sind hier falsch rum und so. Also das ist jetzt halt quasi eine 6. Aber ich habe zwei 6en und keine 9. Und dann hat sie gesagt, ich darf mir eins aussuchen und... Ja, das Große habe ich mir jetzt übrig gelassen für die 9. Finde ich auch eigentlich gar nicht schlimm, fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Und da ist auch wieder so eine Kinderschoki dran. Werde ich mal schnell abmachen und retten. Uiuiui. Ui. So. Die kommt erstmal zur Seite und ja, mal gucken, was sich jetzt hier drin verbirgt. Sie hat mir hier Papier eingepackt und das ist so Spiegelkarton von Joycrafts. Das ist richtig cool. 10 Stück sind da drin und ja, wahrscheinlich in sämtlichen Farben, nehme ich mal an. Das ist ja mega.
Da sind die ganzen Farben und da sind wirklich richtig schöne dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Hätte ich jetzt ja gar nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Ich mag Spiegelkarton mega gern und auch so metallisches Papier und so. Vor allem, weil ich finde, man kann damit super Akzente machen. Also wenn das so auf so einer Karte verwendet wird, als Hintergrund zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch, wenn man Sachen aus der Big Shot ausstanzt, dann sieht das immer mit dem Papier viel schöner und edler irgendwie aus, als wenn man jetzt normales Papier nehmen würde. Und von daher mag ich das super gerne. Dankeschön. Ja, und ich hoffe natürlich, ihr hattet wieder Freude am Video. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!